Hallo und herzlich willkommen zurück zu Craft the World mit unseren lustigen drei Zwergen. So, wir sind dabei, unsere Unterkunft zu bauen. Das machen wir auch. Wir müssen kurz hier die Blätter sammeln. Und hier würde ich gerne ein bisschen verstärken quasi. Damit es hier nicht immer so reinregnet, so fürchterlich. Das finde ich fürchterlich. So. Und hier ist Weizen fertig. Das ist super. Schnecke angreifen? Auch okay, auch okay. Lecker Weizen. So. Oh, wir haben ein Buch gefunden. Buch des Kletterers. Interessant. So, wir haben hier einen Koch, den Tischlerschwimmer und der Schmied. Der Schmied sollte klettern können. So. Was jetzt davon? Und so, wen haben wir jetzt hier ausgerüstet? Wir haben noch eine Axt. Also eine Axt für dich. Du hast eine Spitzhacke und noch eine Axt, also zwei Äxte und eine Spitzhacke und einen Kolben. Das kriegen wir hin. Gar nicht mehr so viel Steine. Schade. Zack. Ja, dann müssen wir erstmal warten. Eine Spitzhacke noch für den neuen. Wunderbar. Und, oh, der braucht auf jeden Fall noch so eine Holzkeule, falls Viecher kommen, dass er da ordentlich zuschlagen kann. Das ist immer wichtig. Nein. Ausrüsten. Den Karl. Karl der Zwerg. So. Sehr schön. Hier, das auch noch bitte. Ja, das auch. Und jetzt. Ach, okay, mach's weg. Aber, ne? Das auch. Und das auch. Mach die Schnecke fertig. Wunderbar. Dann kann man nämlich dann die Erde hin tun. Und. Oh. Ah, nicht alles auf einmal. Levelaufstieg, Äpfel, Beeren und neuen Zwerg. Schlangenwelle von Mann zurück. Oh je, in 44 Minuten kommt eine Monsterwelle. Und da ist ein neuer Zwerg und so. So. Dann brauche ich jetzt so. Ich will mich hier noch ein Dach draufsetzen, das ist erstmal nicht mehr reinregnet bei uns und dass wir hier oben, dass da halt Bäume drauf wachsen, das wäre schön. Oh oh. Okay, alles nichts passiert. Das ist nur auf dem Desktop gerufen. Alles gut, alles gut. Alles gut, nichts abgestürzt. Also ihr müsst das Spiel auf jeden Fall mal in Steam angucken. Das ist, ich glaube, immer noch reduziert. Und es ist einfach ein super süßes Spiel. Ich meine, hey, hör auf. Was macht das denn? So, wunderbar, Freunde. Dann mehr. Zack, zack, zack. Schön weitermachen hier. Keine Müdigkeit vortäuschen. Zack, rauf da, los. Ganz genau. Weiter? Nein, geht nicht. Schade. Okay. Muss man eigentlich gehen hier? Das schon, oder? Man sitzt ja da oben drauf. Nein? Gut. Andere Idee. Ach ja, Leitern bauen. Ich hab meine Tasse in der Hand. Ich wollte eigentlich was trinken. Nein. Holz. Holz, Holz für Leiter, Leiter, Leiter. So, dann können wir die nämlich dann hier anbringen. Weiter anbringen. Dann kann er nämlich da hoch. Dann hier Trick 17. Zack, zack. Muhahaha. Ja, ich kenne schon die Tricks und Kniffe dieses Spiels hier. Unglaublich. Weiter. Weitermachen. Nicht aufhören. So ist fein. Da kommt die Leiter hin. So, und jetzt können wir arbeiten, ne? Dup, 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 dup. Wunderbar. Hoch da. Und arbeite. Jawohl. Jetzt brauchen wir mehr Erde. Mehr Erde. So, als erstes. Ich überlege gerade, wie kommen wir jetzt am cleversten hier. Leiter entfernen und die am liebsten auch, falls ich da dran komme. Weil es ja schon ziemlich wässrig. Dann bauen wir hier weiter.
Und hier, weiter nach unten, gibt Kohle. So ist fein. Es wird schon wieder dunkel draußen. Das ist nicht schön. So, wir lassen uns mal noch ein bisschen weiterarbeiten hier. Da wird es wieder böse Nacht. Leitern. So, das müssen wir noch mitnehmen. Und jetzt, so. Und die Fackeln nicht vergessen. So. Oh, noch mehr Eisen hier. Perfekt. Wir brauchen natürlich immer massenweise Eisen. Für alles Mögliche. Nicht nur für Tools, sondern auch für Schlösser und Töpfe und so. Was man halt so braucht. Was ist da passiert? Hausmauer zerstört. Ja, Moment. Alles wird gut, alles wird gut. Hier, bau das mal ab. Freunde, alles. Ups, das wollte ich gar nicht. Alles wird gut. Hier. Zack, zack, wieder zuschütten. Und hier auch. Können wir da unten nämlich wunderbar abbauen. Jetzt mach, los. Oh, pitschnasses. Ah! Was ein Bruch. Und da noch einen drauf. Schwupp und das weg, bitte. Und da dann auch noch einen drauf. Na los, bewegt euch, Zwerge, bewegt euch. Oh, da kommt wieder ein fieser Fettsack. Und zack. Ihr seid so doof. Manchmal, ne? Nicht die hellsten Zwerge. Definitiv nicht. So, da. Zubauen. Abbauen. Weitermachen. Los. Ja. Da ist zu. Ah, gut. Jetzt hat er sich wieder eingekriegt. Unser Totem. Unser Haustotem. Prima. Freunde. Ihr müsst weitermachen. Ich kann auch da hinten reinbauen. Das ist sehr praktisch. Und hier natürlich wieder zubauen, bitte. Und es regnet schon wieder ohnegleichen. Was eine nasse Welt. Was gibt's hier Neues? Ah ja, Rucksack, Holzhelm und Holzrüstung. So, die haben wir nicht gebraucht. Gebaut brauchen wir auch gerade gar nicht. Seil. Für ein Seil brauchen wir Wolle. Dafür müssen wir so ein Schäfchen schlachten. So. Hier haben wir jetzt Betten stehen. Ein Bett. Jetzt noch ein paar mehr Betten bauen am besten. Für die Zwerge, damit die schlafen können. Dann regenerieren die sich besser. Moment. So. Tische. Und Blätter. Oh. Ich habe gar nicht mehr so viel Holz. Da müssen wir morgen früh quasi dran arbeiten. So, noch ein Bett. Ui, du! Attack! Mal hier unten so einen Tisch hinstellen. So, dann machen wir hier schön weiter. So. Er stellt den Tisch hier hin und jetzt können wir auf den Tisch lecker Essen legen, damit unsere Zwerge noch was essen können. Eisenerz, yippie! So, bisschen Tomaten, bisschen Beeren. Mal drauf stapeln da. So, was haben wir? Wir haben Sachen gekriegt dafür, das ist gut. Für unsere Zwerge. Eine Axt und eine Steinspitzhacke. Und wir müssen noch einen Kolben basteln für unseren neuen Zwerg. Damit auch der sich verteidigen kann. Ach, wir haben kein Holz mehr. Gut, dann lassen wir das. Hier, tun wir Baum füllen. Noch ist es draußen nicht so gefährlich, dass wir die Zwerge quasi nachts daheim lassen müssen. Noch geht's. Ich habe mir das alle dicke Dinge kriegen wir auch so fertig und sonst ist hier noch nichts. Das ist gut. Da
oben ist noch ein Baum. Will ich nicht unbedingt hingehen gerade. Könnte hier noch was zumachen und das auch. Und vielleicht hier einmal ein Dächlein drauf. Attack! Und neue Aufgabe. Kurz mal zwischendurch reingeworfen. Ah ja, die neuen für Rüstung und ja, Rüstung. Gut gemacht. Attack! Komm schon, der macht mich fertig alleine. Ran da! Und noch ein Geist. Mach den fertig, der schafft mir irgendwas. Down ist er, down ist er. So, Freunde, wir brauchen Holz. Holz, Holz, Holz. Hier sind Schafe. Da müssen wir gleich mal jemanden hinschicken und Schafe killen lassen. Nee, brauchen wir. So. Ah, ich finde die Geräusche von denen auch ultra niedlich. Ach ja, so. Da hüpfen sie durch die Gegend. Macht die Schafe fertig. Haben wir sonst noch auf der Insel? Moin, was ist das? Was ist das? Sieht aus wie unser großer Stein. Aus wie Bedrock wahrscheinlich. Oh, da rennen die Schafe um ihr Leben. Na komm schon. Nicht so weit weg. Oh Gott. Das eine. Oh Leute, ihr seid so unfähig, ne? Macht das schon fertig hier. Los. Heute noch. Ihr seid bescheuert, echt. Ja, komm hier. Teamwork. Geht doch. Ihr seid nicht die Hellsten, aber was soll's. Hauptsache die arbeiten, ne? Ja. Nimm das doch mit. Nun ja, gut. Was können wir machen? Wir haben wieder Zeug gekriegt. Eine Münze haben wir. Bisschen Holz, bisschen Eisen. Ich brauche wirklich dringend mehr Holz. Es regnet ja immer noch, oder schon wieder? Ich weiß auch nicht. Eieiei. Hier oben ist noch eine Lücke. Hm? Kreaturen leben in hohen Bäumen, Zwerge werden durch den Fallen angreifen. Oh, da habe ich einen Käfer vom. Ich habe einen Käfer vom Baum gestillt. Das ist natürlich schlecht. Aber egal, es gibt nur Loot. Loot, 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 Loot und Leveln. Das können wir sogar hier machen. Also, es ist ein gutes Spiel. Wir können looten, wir können leveln. Also, super Spiel. So, bitte einmal die Lücke schließen. Danke, hier regnet ziemlich rein. So. Das sollte ja wohl einiges an Holz geben. Wunderbar. Die sammeln fleißig ein. Supi, was können wir inzwischen bauen? Also, wir haben ja Eisenerz gekriegt, aber ich glaube, damit können wir noch nicht so viel machen. Nee, noch nicht. Wir müssen erstmal die Wolle einsammeln von unserem Schaf. Dann können wir noch anderes Zeug bauen. Also, haben wir Blätter? Ja, das haben wir. Blätter, Blätter. Holz, Holz, Holz. Nein. Holz, Holz für Betten. 1, 2, 3. Ja, komm. Ui! Wir haben Technologie abgeschlossen und kriegen Erz und eine Steinspitzhacke. Wunderbar. Das können wir direkt mal ausrüsten, denn wir haben ja ein neues Werk gekriegt. Ja, auch noch eine Keule. Und ach, der hat eine Axt. Okay. Ich brauche eine Keule und noch 2 Äxte. Okay. Also, eine Keule. Wo war es hier? Eine Keule. Und. Oh, wir haben keinen Stein. Gut, dann halt. Dann. Neue Aufgabe. Neu. Ah, 30 Bäume fällen. Und. Hausarbeiten fortschreiten und Steine sammeln müssen wir auch noch, 3 Stück. Das sollten wir am besten jetzt mal tun. Weil wir brauchen die Steine ja sowieso. Und ich könnte rein theoretisch auch das hier mal mitnehmen. Das können wir dann durch Erde ersetzen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Und juhu,
Steine sammeln. Ach, wir haben eine Keule gekriegt. Okay, wir haben jetzt sowieso eine gemacht gehabt. Nicht so schlimm. Wir kriegen ja noch mehr Zwerge. Also von daher alles halb so wild. Siehst du, da ist nämlich schon der nächste Zwerg. Wunderbar. Also drei Echsen müssen wir jetzt noch bauen. Dafür brauchen wir erstmal Steine. So, dann können wir hier mal wieder nachfüllen. Schwupp. Und Buch des Bergarbeiters. Wie schön. Wer ist denn hier ein guter Bergarbeiter? Tischler, Schwimmer, Schmied, Kletterer, Tischler, Koch. Hm. Ich glaube, dann warten wir, bis einer von den Bergarbeitern dazu gekriegt haben. Das macht am meisten Sinn. Ja, ja, ich weiß. Kommt der dran? Ich hoffe doch. So. Dann Erde. Ich kann mal die Lücke wieder stopfen hier. Und da. Wunderbar. Habe ich jetzt eigentlich inzwischen die Wolle gekriegt von dem Schaf, das wir hier abgestattet haben? Na, natürlich nicht. Nicht sehr zuverlässig, meine Zwerge. Definitiv. Es ist schwierig mit denen. Freunde, Freunde, Freunde. Ihr macht es mir nicht leicht. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich würde sagen, guck das Spiel mal an. Es ist wirklich lustig. Es macht Spaß. Und es ist fertig. Vor allem, es ist keine Alexis. Yay, es ist fertig. Juhu. Also, bis dahin. Ciao, ciao.